Meine Technik, Mensch. Wie viele von euch sind eigentlich gerade noch da? Ja, das war wunderschönen das war guten Tag an die 2300 groß. Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. So, und das hier. Ich bin für eine Mod, dass man so rumlaufen kann wie so ein Mimik, so die Hände nach vorne so. Wir haben ein Problem. Wir haben Experimentation Stormy, Assurance Eclipsed und Wow Eclipsed. Was wollt ihr? Nehmen wir Stormy, oder? Okay. Also das sieht so aus, als würde die Figur dich hinten besteigen, ne? Das sieht ganz... Die Figur denn? Die von mir hinter mir, ja. Okay. Boah, ich, das ist ja Toss, Alter. Tekken hat mir heute Spaß gemacht, muss ich sagen. So, diese, so eine Stunde Tekken immer mal wieder, das ist schon echt nice. Pinger. Das ist ein Pinger. Oder Pinscher. Keine Ahnung. Pinscher. Schnell, Leute. Idalo! Was würdest du sagen, wenn ich sag, das war Katze? Ich glaub dir es nicht. Das ist aber frech. Ich hab noch was. Jetzt hab ich mein Zeug irgendwo liegen lassen. Ich war's nicht. Nein. Da kam, oh, da war ein Blitz am Eingang. Was ist das? What the fuck? Was war das? Ich hab keine Ahnung. War hier ein Blitz drinne? Ja, zumindest hat sich's angehört. Ja. Oh, eine Minecraft-Chest. 18 Uhr ist morgen. Oh, guck mal, voll gut. Gut. Direkt. Na, hier ist noch ich was. Ich vertraue dem Fire Exit hier nicht. Ich bin voll. Ich versuch das! Ist ein Fire Exit. Schau mal, funktioniert. Also, was habe ich denn alles? Das ist alles metallisch, ne? Ist die Minecraft Chest metallisch? Vom Zugucken her habe ich Tekken heute zum ersten Mal richtig enjoyed. War lustig, ne? Also ich habe natürlich gut auf die Schnauze bekommen, aber ich habe auch eine Runde gewonnen. Also am Fire Exit liegen noch 3 Sachen, aber ihr könnt die alle nur einzeln tragen. Okay. Weil alle metallisch sind. Ich werde morgen Mittag so mit Gippi ein bisschen Skullen Bonus spielen und am Abend gibt es dann Helldivers Tournament Gaming. Klingt nach einem Banger-Tag. Orgi auch gute Besserung.
Ist nicht Switch? Change? Nee. Ist nicht Switch für die Kamera? Ne Lara-Bande schon wieder. Wer ruft an? Ich wollte eins von deinen Sachen von der Treppe holen, das lag da aber und ich hab's nicht gesehen und dann wurde es gebrutzelt und ich stand daneben. Ach schön. Wach. Selber schwach. Die Drohne. Demon Bane, dankeschön für T2 auf 109 Monate. Nee, aber die hat leider keinen Model. Ich aufpassen. Ich sehe es gar nicht. Das Ding ist bei mir dermaßen unsichtbar, das gibt's gar nicht, ja. Ja, bei mir auch. Backchrome, ich glaube nicht, dass Basel nicht mit mir spielen wollte. Ich würde die einfach direkt nochmal landen. Diesmal ist es nur Foggy. Nur Foggy, nice, dann sind überall Hunde. Dein Zeug hier verstaut, ne? Ja, das habe ich gesehen, dankeschön. Oh ja, dankeschön. Gib's. Wir können theoretisch kaufen, wenn wir wollen. Es war meins, weißt du, aber er nimmt halt. Vielleicht die Gang, warte, ich aufdrück nicht die Idee. Ich werde die Leiter niemals für den Eichab zu gucken. Was war das? Was war das Tor? Tor ist runtergegangen. Profit. Nee. Ah, da hab ich ja. Oh, hat jemand eingekauft. Wurden gerade von einem Break in der Sackgasse geschnappt. Doch, hier liegt noch was. Der Breaken. Achtung, ein Stomper da, so ein Tramper. Tramper. Ein Tramper. Ja, nicht weiter, ne? Hier würde ich auch nicht weitergehen, das ist ein Tramper. Aber dann haben wir nichts mehr, ne? Weil hier rechts ist der Kasten. Exit müssen wir suchen. Ist das nicht links gewesen? Gut, der ist so da. Na super. Pinku, danke für den Raid. Da, er kommt. Kommt. Habt ihr Schönes gemacht? Katze? Ja, mein Name ist Katze. Was kann ich für Sie tun? Alles gut. Durchs Gas noch hoch.
Willst du mal zurück zum Schiff gehen? Ich würde nochmal durch den Fire Exit gehen. Warte mal. Hier. Bist Hast du gedroppt? Ich bin hier, am Eingang. Jetzt habe ich gedroppt hier. Ja. Okay. Fortnite Challenge, Palworld gegrindet und dann noch DBD. Klingt auf jeden Fall nach drei sehr schönen Spielen. Hoffe, war erfolgreich. Vielen, vielen Dank fürs Rüberschicken. Schmagge schon wieder tot? Nee. Katze auch nicht. Knechti auch nicht. Stücke. So, geht das jetzt? View Monitor. Und dann war es eigentlich nur Switch. Aber das geht nicht mehr. Habt ihr Walkie-Talkies an? Ihr habt einen. Knechti, bei dir sind da drei Sachen im Raum. Ja, wir brauchen bloß einen Schlüssel. Studi hat einen hier. Alles ist voll. Wie hieß der Schamane aus eurer Rust-Session nochmal? Keklak. Jo, ajo. Da liegen noch zwei Sachen im Raum. Vielleicht haben die mitgenommen. Schade, dass sie beide an dem Stomper sterben werden. Kennst du? Nein. Ich vertraue denen. Sind die nicht raus? Sind ja schon draußen. Doch, ne? Die sind raus. Wir kommen nach Hause, Jungs. Wir kommen nach Hause. Mit Geschenken für alle. Schon wieder Katze, oder Dalu? Gerade war das Katze. Das war jetzt Dalu. Das warst jetzt du. Das war Stogi. M-Folge, wow, danke schön für 37 Monate. Vielen, vielen Dank. 837, das ist gut. Das ist phänomenal! Wir hätten aber so noch weiter losen können. Jetzt muss Dalu und vor allem auf die Schulter klopfen. Wir haben alle überlebt. Mhm. Sag das nicht so laut, wir können dich immer noch umhauen. Wir haben den Engländer hier irgendwo im Schiff. Hilfe! Du stolz auf uns. Da ist die Pickaxe, so. Na, aua! Aua! Hallo? Oh, Dalu, the laziest employee. Wie kann Dalu mit zwei Items the most profitable sein? Ja, bei mir Moment. So. Ich hatte vier Items. Die Dinger sind sowieso nicht richtig. Ich hätte gerne ein neues Spielzeug gefunden. Guck mal, eine Zap-Gun gibt's für $200. Wo ist die Rune hin? Jetzt auch mal rein in die Slots! Maggie hat gerade eben ein Item vergambelt. Maggie hat wieder gewonnen, alles gut. Verdreifacht. Na, nicht die Spitzhacke. Ja, warum nicht? Na, als Waffe. Ja, wir können einfach eine Schaufel bestellen, wenn du eine Waffe willst. Warum sollten wir 38 verschwinden? Nein. Dann ist es offen, gewonnen. Warte doch einfach. Sicherung mitnehmen oder nicht? Manchmal runter, das verstehe ich nicht. Ja, weil der ist schon offen war. Au, wieder halbiert. Du solltest die Sachen jetzt nochmal aufheben.
nicht einfach wegschmeißen. Don't kill. Komm, jetzt gönn noch mal ein. Noch ein. Also Dalu hat eine Schaufel bestellt. Ah, ich war gerade bei 76 schon. Wie bei Lost Ark. Der gambelt wie so ein Weltmeister. Der Gamble-König. All drei. $1. Jetzt gönn noch mal ein Double Rinsky. Nee. Warte, was hast du gekauft? Geschobel. Wollen wir uns nicht nochmal das Stampen und so holen? Oh, Triple Kill. Triple Kill, triple gegambelt. So, ich hab mal die Marktanzahl davon gekauft. Kommt jetzt gleich wieder ein Ding zum Mitnehmen, müssen wir uns angehelfen. Yeah. Oh, Lachor. Das kam aber vervierfacht, glaube ich, oder? Ich war schon bei über 70. Wir müssten mehr zu viel haben in den Sachen jetzt, damit wir ja theoretisch, wenn wir sterben, jetzt gerade nicht neu kaufen müssen, dann ist das nämlich auf jeden Fall mal da. Und dann let's go. 800 von 200, easy. Dann hast du eigentlich schon mitbekommen, was passiert, wenn man in dem Modpack hier auf eine Tretmine läuft? Chance ist wahrscheinlich hoch, dass man explodiert, ne? Ich opfere mich im nächsten Jahr. Lass mich raten. Nein, sag es nicht, Schluggi. Ich wollte nur raten, ich habe jetzt... Nein, sag es nicht. Nächti, du weißt, dass wenn das immer noch dasselbe Pack ist wie damals, die Mod nicht drin ist, die du meinst? Sie sich doch noch drüber geäußert, dass sie vergessen hat, es reinzunehmen. Ich mein, du, dann kannst du einfach auf die Mine drauf, kein Problem. Achso, nee, ich bin vorhin schon durch eine Tretmine gestorben und das ist drin. Ah, okay, cool. Quota reached. Such mal einen Planeten aus. Easy. Sind wir jetzt auf deinen? Teurer Planet, aber da wir gerade Manillas spielen können. Da muss der laufen. Roombas haben sie nicht, aber die waren doch am Sonntag auch drin, die Roombas. Moment, aber die Roombas sind ja nicht normale Tretminen, das sind ja extra Tretminen, die kenne ich. Ja, aber die meinte ich ja auch nicht. Wir haben keine Extension leider. Wo sind die Laternen? Nein! Die Map kenne ich gar nicht. Also Dalu, wenn du gerade hier in der Reihe stehst, mein Assignment ist Kill the Bunker Spider, aber hier müsste eigentlich eine Villa spawnen. Aber in der Villa kann die Spider spawnen. Ich wollte gerade sagen, Spinne gibt's auch in der Villa. Oh, okay. Hey, eine Tretmine! Oh, Tretmine. Und dann kriegt die drauf. Chucky, nichts von diesem Bracken! Ah, hier. Was haben wir denn hier? Eine Tretmine. Ist aber also hochgeflogen. Also ein Furzgeräusch, ja? Ja.
Das ist es, wofür er gestorben ist. Für ein Fuchsgeruss. Witzig ist es schon, klar. Rubik's Cubics. Rechts von uns ist nichts, das... Oh mein Gott! Was denn? Da sind drei Tretminen und du schubst mich. Nein, also, ich hab keiner geschubst. War nicht mal hinter dir. Wo ist Stugi? Hier. Auf der Tretmine. Stugi, kannst du das noch mitnehmen? Ja, hau ab. Cool, da ist ein Vieh direkt an dem Geschütz. Ja, das ist Salut! Oh mein Gott. Was hat er geschossen? Warte, das können wir looten, warte. Warum soll das Wertvolle mitnehmen? Was ist daran wertvoll? Warte. So. Wo muss ich hin? Scheiße. Jeder für sich! Digi, danke für 26 Monate. Ali, danke für 19. Briandor, danke für 28. Au, jeder für sich. Ich habe die ganze Crew schon zurückgetragen. War doch ganz gut. Ja. Wollen wir nochmal zurück? Nee, und die Taschenlampen so? Nö, ne? Nee, nee, nee. Ist jetzt spät. Minecraft-Dinge, echt witzig. Danke dir. Danke dir. Boah, ich hab so gelacht gerade. Nachdem ich in die Luft geflogen, bin, bin ich in Stuggis POV und da so richtig schön nachgehallt. Zu Maggie wird vom Geschütz. Aber Maggie war super. Ich dachte, da ist safe, weil die Watte am Looten. Ich dachte, ich gut mit. Wir sind ja gerade noch im... Sind Fehler in deinem Satz bemerkt, Smaggy. Wir sind ja gerade noch im Orbit von dem Planeten. Wollen wir direkt nochmal runter? Mir aus? Okay. Boah, nächste Woche ist schon Nightingale, Leute, in 6 Tagen. Liegt hier eigentlich nochmal Ausrüstung für mich? Oh ja. Stimmt, ne, wir haben...
vor. Ist Nightingale das nächste große Ding, Chat, oder kommt vorher noch was? Oh, Wuthering Waves kommt nochmal, die Demo. Oder die Beta. Ich hoffe auch, dass Nightingale richtig geil wird, aber ich muss mir nochmal Videos zu angucken. Leider hat Gippy mir so ein bisschen... Oh, da liegt noch eine Mine auf der Treppe. Die Mine ist verbuggt, die ist unter der Treppe. Ich bin gerade schon durchgelaufen. Die ist unter dem Staircase. Okay. Okay. Was wird da gehämmert? Die ziehen so gut wie gar keinen Strom, die da dumm. Da ist lediglich ein Raspberry Pi drinne. Also das ist nichts an Strom. Maggie, wir brauchen hier Loot-Hilfe. Ich brauche, wenn der Tragen hilft. Wie konnte man das ausmachen? Vorsicht, in die Richtung, wo ich gerade war, war noch eine Mine, aber ich meine hier. War das hier? Ist hier die Küche? Ja, hier. Hier hinten muss ich noch ertragen helfen. Den Gast nehme ich. Oder? Ich meine, da nur ist ein Problem. Leute, was ist los? Was soll nur sein? Nicht, Hallo. Sauer. Aha, sie leben noch. Ja? Was fliegt du? Ich glaube, Items ist AFK. Smaggy hat's erwischt. Maggie lebt anscheinend noch. Aber wir haben Loot geholt. Oh, fuck, hier kommt was, Maggie! Warte. Warum hat das MG nicht erwischt? Da hinten sieht man Knechti. Hallo. 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 Lebt Smaggy eigentlich noch? Vielleicht. Hey, dadurch hat er letzten Weihnachten gewonnen. Oh, warte, lass mich kurz lesen. Chaos Christi, gib mir eine Sekunde. Ich muss erstmal zum Schiff. Hey Dalu, ich hatte beim letzten Weihnachtsstream, Chaos Christi, beim letzten Weihnachtsstream, das muss schon über ein Jahr her sein, oder? Weil letzte Weihnachtsstream war ich ja schon gar nicht mehr bei Instant Gaming, das muss ja 2022 gewesen sein, dass ich meinen Instant Gaming Receiving bezahlen muss. Da war damals kein Bones drauf. Jetzt hat mir heute Instant Gaming den Key geschickt, was erstmal sehr krass ist. Also erstmal crazy, dass sie dir den Key nach einem Jahr immer noch geschickt haben. Also erstmal ist das natürlich richtig und das einzig Richtige. Trotzdem finde ich es crazy, dass sie es bedacht haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Gibt es bei Instant Gaming, ich bin ja just in diesem Moment nicht mehr bei Instant Gaming, gibt es keinen allgemeinen Support, den du anhauen kannst? Oder die E-Mail, die dir geschrieben hat? Also kannst du nicht drauf antworten? Ich
Ich weiß nicht, wie ich nochmal zu denen Kontakt aufnehmen kann, weil mein Ansprechpartner dann nicht mehr arbeitet. Weshalb es noch beeindruckender ist. Ich hab noch 10 HP, ey. Noch 10 habe ich auch noch, ja. Aber wenn du mich nochmal... Das ist schwer. Hast du mich auf Twitter? Hast du Twitter? Hast du mich auf Discord? Ja. Wenn du mich morgen früh nochmal anhaust, kann ich versuchen zu gucken, wen ich erreichen kann. Ich glaube, wir können los. Ist wieder Rewe-Mitarbeiter, der mir das Zeug liefert. Ich finde es sehr beeindruckend, dass sie dir eine Mail geschickt haben. Auch wenn der Key jetzt gerade nicht geht oder so, finde ich es trotzdem sehr krass. Venandi, danke für 20 Monate. Kaya, danke für 33 Monate. Vielen, vielen Dank. Paskis, ich erinnere mich trotzdem morgen nochmal dran, aber versuch mal allgemein ein Ticket zu schreiben. Aber ich finde es super, super krass. Darkfire, danke für 36 Monate. An Bord. Chat by a Tourette. Maggie, willst du drüber reden oder nicht? Dann sagen wir mal so. Funktioniert das nicht hier als Team, ne? Moment, gestorben und bist du aber, als ich nichts gemacht hab. Und direkt nochmal runter. Smaggy, was ist denn passiert? Chaos Kissy. Du hast mich in eine Falle gelockt. So blöd es klingt, wenn du einfach mal versuchst, ein anderes Produkt anzugeben. Also wenn da wirklich keine Option. Aber warum sollte es Skull and Bones nicht geben bei der Seite? Also du wirst es natürlich durchgeguckt haben. Man kann auch ohne Auswahl des Produkts einen Artikel schreiben, wenn man ein anderes Thema auswählt. Oh, guck mal. Versuch das mal. Vengar, danke dir, Legende. Mit wie viel Mod spielt ihr? Ich glaube 67. Schneemann, danke für deinen Sub, herzlich willkommen. Oh, wie? Hör auf zu schuppen! Schubst nicht! Nur Sackgassen hier. Oben rechts braucht er nicht mehr rein. Oh, okay. Unten auch nicht mehr, glaube ich, oder? Ja, unten ist alles leer. Das bedeutet, oben links wahrscheinlich dann. Er muss ja dann oben links sein. Oder meintest du gerade links? Ich hab was. Sehr gut. Eine Tragödie. Oh, nicht gut. Oh Gott, hier oben ist richtig viel. Ich hab wieder was. Ah, da habe ich was vorbeihuschen sehen. Wow. Was denn? Dado hat Zitter an. Oh, hier liegt noch was. Ja, hat jemand Schlüssel? Hey, Moment, nee, ich kann das nicht aufheben. Hast du das mitgenommen schon, Smaggy? Hat jemand einen Schlüssel? Nee. Wofür brauchtet ihr einen Schlüssel? Ich kann nicht mehr. Hier die Tür. Aber es klappt immer wieder, Dalu. Smaggy ist irgendwo im Dungeon. Okay, irgendjemand von euch muss noch die Minecraft-Kiste mitnehmen. Oh. Ja, mach ich dann. Oh, ich will das scrappen. So, jetzt. Oh, ein Bild. Boah, wir sind steinreich. Schleim. Van Gogh. Wo war Ausgang Schleim. Hier, ne? Ist da der Ausgang oder rennst du vor was weg? Hier müsste der Ausgang kommen gleich. Oh. Ja, dann beeil dich mal, denn hier ist noch ein Fünfter. Da kannst du mich hören. Hilfe! Okay. Wohin? Wo ist... Keine Ahnung. Ich gehe dahin, wo er herkam, hier lang. Links. Turret. Turret, oh Gott. Wo ist der Ausgang? Er steht in der Tür. Hier, 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 kommt! Hier, 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 hier!
Oh, oh Gott. Oh Gott, immer. Gejuckt! Oh, pff, oh Gott, immer. Recht in der Annahme, dass du gerade erschossen wurdest, Maggie? Ist Maggie tot? Scheint so, oder? Der Arme. Wie ist er da hingekommen? Das müsste ein Mimik sein, oder? Wie ist er denn da hingekommen? Ja, vor dem Ding liegt noch ein Bild, das hole ich noch schnell. Vorm Eingang. Der arme Maggie wurde wegteleportiert. Knechti von dem Mimik? Er ist uns anscheinend nicht hinterhergelaufen, ja. Nee, sieht ist normal aus. Ja, Smaggy ist dead, können wir uns sicher sein. Kauskisi, sorry, dass du solche Probleme hast, aber es freut mich sehr, dass du es bekommen hast. Da hat ihn der Nussknacker umgeballert, wie sie das gehört. Hey Nefi, wie geht's dir? Als Stugi. Schauen jetzt Stugi TV. Hast du das am Samstag, Blauli mit? Redet ungefähr genauso viel wie Blauli. Und sagt genauso viel. Boah, wir haben 1143 Ocken auf dem Schiff. Boah, da liegen Knecht die Zähne. Ja, die hat er hier verloren. Das mit 450 Jahren zu sagen, ist obbelt. Wieso soll ich 450 sein? Multitasking, zwei Leute gleichzeitig essen. Smaggy got pranked by the Jester, weil er da nicht rauskam aus dem Haus. Ich hatte so viel Loot, aber da gab es keinen Ausgang irgendwie. Weiß, Smaggy lag richtig viel. Ja, und dann war er in der Sackgasse. Ja, aber der Jester ist ja auch reingekommen, das heißt, es kann ja keine Sackgasse gewesen sein. Nein, nein, wo ich stand. Das Problem ist, da war ein Turret, da war der Nussknacker und da war ein Minen. Ja, und die Tür war komplett auf der anderen Seite, wo ein Schleim gerade aktiv. Wir haben aber ja, hier gut Geld gemacht, gesehen. Leute. Was? Achso, wir sind bei der Company. Ich mach jetzt hier noch richtig dick Cash für euch und dann verziehe ich mich aber. Ich gamble jetzt den Hund hoch. Ich mach hier einen 110er zu Kohle, Leute. Let's go! Richtig wertvolles Bild. Jetzt mit einem Triple. Geht das nicht? Bumm! Du musst mit E drauf drücken! Und jetzt der Triple, jetzt der Triple, Triple! Die ganze Zeit musst du mit E da reinwerfen. Das ist nicht gut. Wieso ist Billy so verschwommen? Oh no, ja, weil ein Knecht hat versucht, die Maske hoch zu gambeln. Dadurch ist er zum Mimik geworden. Warte. Holy shit, ja. Leute, ich hab Kohle, das Bild ist 400 wert. Ja, nice. Warte kurz, das ist offen, das ist offen. Warte, ich mach noch einen, vertraut mir. Ich verdoppel das. Die Kohle das wird unsere Quote jetzt. Ja, ist nicht mehr so viel wert. Warte, ich krieg das wieder rein. Gleich nach dem nächsten Mal halbieren. Oh, ich hab so, verdoppelt. Warte, gleich haben wir es. Das ist richtig gut Asche. So, liebe Kinder, so seht ihr wie... Oh, gleich haben wir es. Oh, guck mal, hier verdoppelt. Oh, egal, was jetzt rauskommt. Oh mein Gott, danach. Das ist 880 wert. Okay, war 40, verkauft erst nach dem nächsten.
mal, das Ding ist jetzt 880 wert. Okay, 400. Let's go. Mein 400er Bild ist jetzt noch 24 wert. Ja, mein 400er Bild ist gerade verkauft. Jen, merkt euch immer, wenn ihr lang genug gambelt, gute 12 alles. Dollar. Ich habe aus 80 auch gute 6 Dollar gemacht. Noch. 18 Dollar bitte. Ja, 3 oder 300, das macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. Ey, das ist jetzt 940 wert. Einfach 940 Getränke. Das Bild ist jetzt null wert. Ich geb's ab. Stopp. Warte mal, wenn du jetzt Rechtsklick drückst, siehst du auch, was das Bild... Oh ja, das Bild heißt Painting from a Lonely Smeggy. Aha, Lady Oza. Magst du wieder was Sachen einkaufen? Zwergi, kennst du das mit dem Klatschen? Ernst gemeint? Also kennst du das wirklich? Nein. Stell dich mal hier hin und klatsch. Kannst du neben mich stellen. Es kommt hier nicht hin. Ich muss das Klatschen finden. Ja. You are three professionals. Boah, 2K. Ich habe zwei Sachen auf 900 gegambelt. Es grummelt schon. Ich glaube, wir müssen wirklich einen Schritt näher ran. Ich gehe einen Schritt näher ran. Den nehme ich. Das müsste eigentlich funktionieren. Es reicht auch eigentlich, wenn es einer macht. Ah ja, ja. Das war schon gut, das war schon gut. Weiter klatschen. Stucki näher ran. Du bist so weit weg, glaube ich. Das kann ich gar nicht. Doch, eigentlich kommen da sogar die Arme raus. Oh mein Gott. Wow. Ganz schön sauer, ganz schön sauer. Klatschen, klatschen. Du bist gerade abgehakt. Bei mir redest du über das Sexformat. Ja. Der Vodafone-Kunde, ne? Wie man es kennt. Hm. Wir haben 2700, wir verlieren gleich so viel Geld. Okay. Ja, aber trotzdem haben wir so gegambelt. Alles gut. Ja, 20% von dir mal, ne? 400 Dollar. Warum hast du auf Smeggy umgeschaltet? Nein, ich wollte Knechti versuchen zu porten. Hey, meine Taschenlampe ist weg. Er hat Cooldown! Die liegt unten am Tisch. Ich bin auch schon da. Ich bin schon wieder da. Ja, I'm sorry. 500 Dollar hast du uns gekostet. Ja, ich wusste nicht, dass auf die Maske auf dem Planeten, wenn man die aufsetzt, dass man da einfach stirbt. So, Leute, aber ich würde mich verabschieden. Den nächsten Bruder-Tag dürft ihr machen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Sorry, Smeggy, dass ich dich da heute so oft verarscht habe. Der hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch viel Glück. Dankeschön. Mach's gut, ciao. Hallo.